Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario The Origami King. Im letzten Part haben wir mit dem Professor Toad die Wüste ein bisschen umgegraben und haben da einige coole Sachen entdeckt. Wir haben auch wieder Luigi aus einer etwas misslichen Lage befreit und wir haben wieder einen neuen Schlüssel von ihm erhalten. Nicht den Pilzpalast-Schlüssel, aber dafür den Schlüssel hier oben zur Suite, wo wir jetzt dann gleich noch den letzten Teil von diesen Inschriften hier lesen können und wo wir dann gleich irgendeinen Code oder sowas wahrscheinlich erfahren. Das ist er, genau. Mit dem wir dann, wie ich das verstanden habe, das Feuerpergamenton herbeibeschwören können oder so. Und das brauchen wir ja wiederum. Das ist ein langer Text. Um die Türme da zu entfachen. Und dann kommen wir irgendwie zur Luftschlange hin. Also wir haben noch immer einiges vor uns. Oh, bin ich froh, dass Sie über das Wandbild nicht einfach drüber tapeziert haben. Professor, wenn Sie so freundlich wären. Aber natürlich, natürlich. Dann wollen wir mal. Ah, hier wird allem Anschein nach eine alte Zeremonie dargestellt. Die zugehörigen Bewegungen sind recht deutlich festgehalten. Es wird auch seltsam detailliert beschrieben, wer die Zeremonie durchführen muss. Ja, es ist von jemandem mit einer melodischen Stimme, aber volle Kanne laut die Rede. Was? Steht da so? Ich bin nur der Übersetzer. Das klingt jedenfalls so ein bisschen nach dir, Olivia. Okay, Olivia muss singen. Was? Ich? Unmöglich. Melodische Stimme? Volle Kanne laut? Ich? Gut, ich habe schon eine deutlich vernehmbare Stimme und ich kann einen Ton einigermaßen halten. Ich weiß ja nicht, aber wenn es uns hilft, die Luftschlange aus dem Sand zu kriegen... Dann mache ich's. Vortrefflich, dann beginnen wir mit dem Unterricht. Okay. Also, oh König, du musst uns helfen. Ich kann schon singen, ne? Mehr, schneller, mehr Gefühl. Es muss von Herzen kommen, sonst bringen wir die alten Falter allerhöchstens zum Gähnen. Ja, genau, jetzt nach links. Nein, das andere links. Oh, und Sprung. Pirouette, Hüftsprung. Und sind beide tot. Uff, uff, war das gut so? Puh, ich wusste, irgendwann würde sich mein Nebenfach altertümliche Tänze bezahlt machen. Das war ausgezeichnet, Olivia. Du bist bereit für die Zeremonie. Gib dein Bestes. Alles klar, ich werde alles geben. Ja, und was steht da jetzt überhaupt? Es wird alles sehr ominös, aber es wird angedeutet, dass wir eine Art rituellen Gesang vortragen müssen. Okay. Aber alles dasselbe. Hier ist auf jeden Fall noch ein Block. Toad ist hier vielleicht auch noch irgendwo. Ich will mich also noch kurz umgucken. Kann ich die wieder umdrehen? Die Dinger? Nee. Da oben vielleicht? Nein. Ich meine, die Türen sehen ja auch komisch aus. Ja, die mittlere halt. Ich kann auch noch nach rechts gehen, aber das kann ich auch noch schnell machen. Okay, hier ist er. Yay, und es waren sogar alle. Nice. Und ein Schatzmini habe ich sogar hier auch gleich noch. Cooles Bett übrigens. Hier in der Suite. Yeah, der Wüstenturm. Wunderbar. Waren das auch alle? Nein, da fehlen noch welche. Okay. Komme ich eigentlich da hoch? Zum Fenster wieder, sodass es da irgendwie rausgehen kann? Nee, ich glaube nicht. Okay. Warte mal, da will ich jetzt sogar mal ganz kurz nachgucken, weil hier ist safe noch ein Toad, den ich jetzt nicht finden konnte bisher. Warte mal. Das geht ja ganz schnell, das Wechseln. Das werde ich vielleicht wirklich mal häufiger machen, wenn ich irgendeinen super auffälligen Ort habe. Aber nee, hier ist doch keiner mehr. Okay, dann war es doch gut, dass ich... Nochmal kurz gucken. Doch gut, dass ich gewechselt habe, genau. Weil sonst hätte ich jetzt hier noch ein paar Minuten, glaube ich, gesucht. Und hätte gegen alles geschlagen und wäre überall dagegen gesprungen. Aber wie gesagt, das Wechseln geht wirklich super schnell. Und ich werde das trotzdem nicht ständig machen, weil das dann auch nervig ist. Aber ich kann zumindest an wirklich auffälligen Orten, wo ich halt einen Toad erwarte, da kann ich das ja machen, um das dann zu überprüfen, ob da wirklich einer ist oder wie jetzt in dem Fall gerade halt doch nicht. Okay. Gut, aber dann ist unser nächster Zielort eigentlich klar. Und dann werden wir uns gleich wieder beim Mikrofon sehen. Und dann werden wir das wunderschöne Ritual durchführen, wo Olivia singt und abdanzt. Das wird ziemlich lustig werden. Mal schauen. Achso ja, und ich kann gleich noch kurz was machen. Man kann nämlich bei dem Schild hier, hat ja, oder nicht bei dem Schild, doch bei dem Schild, da hat jemand gesprochen. Und das kann man auch ganz, ganz knapp erkennen, dass in dem Schild einfach ein Toad drin ist. Und das habe ich nicht gecheckt, aber den kann ich jetzt noch schnell nachholen. Tja, ich habe mir gedacht, wenn ich hier schon festsitze, kann ich auch gleich etwas Werbung machen. Mir gehört der Laden nebenan. Komm doch mal vorbei. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. Kann ich da jetzt was kaufen? Ah, doch, das war der Itemladen, ne? Sogar. Stimmt, genau. Jetzt kann ich da sogar Sachen kaufen. Schatzmini sogar. Okay, dann war es sehr, sehr gut, dass ich den gerettet habe. Instant mal Schatzmini hier. Jo, ziemlich teuer, aber geht. Palast Hotel Sniff City. Mhm. Den Rest brauche ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Ich habe, wie gesagt, eh sehr viel Ausrüstungszeug. Das sind sogar Color-Sachen, aber ich dachte, es wären Glitzer-Sachen. Aber auch Color-Sachen habe ich ja schon ein paar.
Und da werde ich mir mein Geld lieber aufheben und das halt dann wirklich nur für Schatzminis immer ausgeben, weil das kostet da doch schon einiges. Und 30.000. Ein Dreierkunde wie du hat sich eine exklusive Belohnung verdient und zwar deine neue Trommelwirbel. Deine neue Rabattkarte Silber. Ein besonderer Bonus für unsere bestbetuchten BRer. Yeah, noch günstiger. 30% Rabatt. Nice. Drücke von dem Einkauf plus wähle Zubehör und rüst diese Karte aus. Okay, das muss ich gleich schnell machen. Ja. Weil das würde ich ansonsten instant vergessen. Ah ne, die ist sogar schon standardmäßig ausgerüstet. Okay, genau. Okay, also die Bronze-Karte wurde leicht durch die Silberkarte ersetzt. Einfach. Okay, alles klar. Gut. Dann jetzt aber wirklich gleich beim Mikrofon. Tut, tut. So, dann gucken wir gleich mal. Jetzt bin ich sehr gespannt. So, Olivia. So, ich bin bereit. Irgendwelche Liedwünsche? Aha, den Tempelbeat. Okay, ein neues Lied sogar. Alles klar, dann los geht's. Zeig mir die Partyschritte. Oh König, du, hör mir zu. Du musst uns helfen, bitte. Mario und Toad auch tanzen. Zeig dich mir, bis ich hier nicht mehr im Dunkeln tappe. Hörst du mich? Spürst du mich? Mein Herz ist nicht von Pappe. Ich kann so schon singen, ich weiß. Los, sei nicht gemein und komm zum Vorschein. Yeah! Okay, und es gibt doch noch einen Tempel vorher. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte eben eigentlich, dass jetzt das Feuerpergamenton einfach so aus dem Nichts erscheinen würde. Ähnlich wie auch der Poké zum Beispiel. Aber es gab bei den anderen Pergamenton ja auch immer noch Tempel davor und auch hier wieder. Heißt das, die Zeremonie hat funktioniert? Das wäre ein gewaltiger Schritt für die Wissenschaft. All die versteckten archäologischen Schätze, die nur darauf warten, mit der passenden Vorstellung erweckt zu werden. Ich werde Stimmtraining und einen Choreografen benötigen, aber das muss warten. Gehen wir hinein und treffen wir einen Gott. Ach, das ist mir ja so peinlich. Habe ich wirklich so laut gesungen, dass ich einen alten Tempel aufgeweckt habe? Aber du hast gut gesungen, Olivia. Passt doch alles. So viele Schnipsel auch noch, aber ich bin eh voll. Deswegen, ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein. Und schauen uns mal den Tempel des Feuerpergamenton genauer an. Deswegen hat der Schnabel des Vogels geglüht. Das steht ja alles in Flammen. Moment mal. Und weißt du, was mir gerade einfällt? Das Lied und den Tanz von der Wandmalerei aufzuführen, das ist doch ein bisschen so, wie an die Tür des Feuerpergamenton zu klopfen. Entschuldigung. Durch das ganze Gesinge ist meine Stimme schon im Arsch. Und das bedeutet, wir haben vielleicht den Hort des Feuerpergamenton gefunden. Mhm. Und vielleicht treffen wir es auch. Du wirkst so gar nicht überrascht? Hast du das etwa schon gewusst? Ich hab's mir gedacht. Mhm. Und da lässt du mich einfach reden und reden? Ach, Olivia. So, kann ich da rein? Ja, okay. Sorry. Wunderschön. Also ich meine, der Erdtempel war nicht wirklich schlimm. Wasser ist schon nicht so toll für Papier. Feuer ist noch schlimmer für Papier. Ich muss gestehen, diese ganze Pergamenton-Angelegenheit fällt nicht unbedingt in mein Fachgebiet. Trotz meiner Neugier werde ich mich aber an dieser Stelle ausklinken müssen, fürchte ich. Nebenbei, habe ich schon erwähnt, dass ich fürchterliche Angst vor Feuer habe? Oh, Professor, Sie hätten etwas sagen sollen. Warum warten Sie nicht hier und versuchen, nicht zu verkorkeln oder verkokeln, während Mario die Sache erledigt? Okay, ja, ich hoffe, dass wir auch nicht verkokeln werden. Wie gesagt, wir sind alle aus Papier und... Ach du Scheiße, und ein Feuertempel. Oh Gott. Ach du Scheiße. Schnell, solange ich mir noch irgendwie merken kann. Ich bin mir nicht sicher, was passieren wird, wenn ich die falsche Reihenfolge wählen würde. Ich will es gar nicht wissen. Scheiße. Ich glaube, rechts war der letzte. Ja, okay. Ja, vielleicht wird dann einfach Feuer kommen bei der Plaffen und ich würde halt Schaden nehmen. Oder ich muss wieder von vorne anfangen wahrscheinlich. Also ist schon besser, wenn ich das richtig mache. Denke ich mal. Wundert mich ein bisschen, dass ich mir das merken konnte, weil mein Gedächtnis ist ja nicht gerade das allerbeste. Aber finde ich ganz gut. Okay. Aber das ist schon mal cool, solche Rätselchen, solche kleinen. Gefallen mir auf jeden Fall schon mal. Dich will ich ignorieren. Sogar einen Erstangriff. Tja, der war ziemlich schnell, schneller als ich dachte. Ich konnte sogar nicht mal blocken, den Erstangriff. Echt? Okay, ist ja fies. Das war einfach. Beziehungsweise ich... Nee. Okay, doch, es ist schon einfach. Ich wollte eigentlich zuerst den hier machen. Ja, halt. Den hier. Aber die Paracoopers fliegen ja. Ist also nicht so schlau, die in eine Gruppe zu bringen. Deswegen mache ich lieber den hier.
So. Okay. Ja, toll angeordnet. Dann haben wir gleich mal, ja, ich mach mal Glitzerstiefel. Normale Stiefel reichen, glaube ich, nicht. Glitzerstiefel dürften ausreichen, denke ich mal. Exzellent! Obwohl Paracoopers sind, glaube ich, gar nicht so stark. Vielleicht hätten sogar normale auch ausgereicht, aber das passt schon so. Okay. Stimmt, ich könnte mir ein bisschen Geld holen. Stimmt, ich habe ja goldene Stiefel auch noch, die muss ich auch noch ausrüsten. Ja, ich will Geld haben. Wir können auch mal gucken, wie stark der dann ist, der Goldhammer. Exzellent! Bam! Ziemlich stark sogar, okay, mit 31. Also ich glaube, ähnlich stark wie ein Blitzerhammer, denke ich mal. Ja. Und eben noch ein paar extra Münzen habe ich auch bekommen. Das ist also nicht verkehrt. Ich mach's mal noch so, ich werde mal die Glitzerstiefel, die ich jetzt aktuell noch drin habe, die sind halt gleich kaputt. Die werde ich mal noch kaputt machen. Und dann, wenn die kaputt sind, dann werde ich sie gegen die goldenen Schuhe austauschen. Das, wie gesagt, die dürften, glaube ich, ähnlich stark sein wie die Glitzerstiefel, aber ich kriege halt noch Geld dafür. Also ist schon ein bisschen besser. Okay. Ja, das Feuer sieht ziemlich cool aus da überall. Okay, was geht hier vor? Fuck. Okay, ist das Öl oder so, was die das da gefüllt haben? Nee. Okay, die legen da eine Feuerspur. Interessant. Kann ich die besiegen? Okay, kann ich, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich normal gegen die kämpfen könnte, also rundenbasierend. Ich glaube sogar nicht, ja. Das ist wieder ein reiner Actionkampf. Ah, die brennen sogar dann auch. Ah, und zerfallen aber zu Asche. Aber sie laufen halt rum und könnten... Nein, warum bin ich jetzt runtergelaufen? Und könnten mir halt noch Schaden machen währenddessen, okay. Das ist also gar nicht mal so einfach. Aber es gibt auch immer einige Herzen, die gedroppt werden. Geht also eigentlich dann. So, jetzt noch der. Aber am besten ist es, wenn ich sie angreifen lasse und sie dann erwische, weil dann sterben sie instant. Und fangen halt nicht Feuer. Weil das ist schon gar nicht so einfach, weil die sind ziemlich schnell. Und okay, und rennen dann überall durch die Gegend und können mich wirklich noch leicht treffen. Also am besten wirklich warten, bis sie ihren Eimer weggeschmissen haben. Und dann versuchen, sie anzugreifen. Okay. Ja, aber dann kann man gleich weitergehen. Zum nächsten Raum. Gleich nach unten hier? Nee. Das ist aber ein komischer Raum. Einfach nur so ein Durchgangsraum. Den hätte man ja auch einfach weglassen können. So. Musik ist auch cool. Übrigens. Ich gehe mal weiter. Wird schon passen. Die Glocke hat mir ja auch nichts Unsichtbares angezeigt. Ein Toad hätte da vielleicht zeigen können, aber ich wüsste nicht wo. Wird also schon passen. Okay. Aber es gibt einige Action... Action-Passagen hier. Hat jetzt niesen müssen. Gefällt mir auf jeden Fall bisher. Aber ich mochte die anderen Tempel eigentlich auch schon ziemlich gerne. Das fand ich echt ziemlich cool. Aha. Da komme ich irgendwie mit unsichtbaren Blöcken hin. Vielleicht von unten dann oder so. Schauen wir mal. Nee. Schnell durch. Okay, von da unten kommt das Feuer. Okay, nee, von da. Ich sehe schon. Ja, komm. Nein. Oh, das war voll die Kombo. Mann, total gemein. So, boah, das war übelst, what the fuck, das ist übel schwer darüber zu springen, weil ich ja gar keinen Platz habe. Alter, wenn ich jetzt nochmal verkacke, dann bin ich Game Over. Ne, bin ich nicht, ich habe noch einen Wonnerpilz. Aber es ist übel schwer darüber zu kommen. Warte mal, ich sollte mal... Fuck, Mann. Alter, wie soll denn das gehen eigentlich, da auszuweichen? Das geht gar nicht. Okay, die habe ich dringend nötig. Das war knapp. Ah, sogar die Bank. Ah, die Bank ist glühend heiß. Aber jetzt sind wir wenigstens richtig wach, was? Okay. Weil ich meine, wenn ich Anlauf habe, dann ist es schon machbar, rüberzuspringen. Aber ich musste. Hier habe ich ja keinen Platz. Also ich muss aus dem Stand quasi rüberspringen. Und das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Hier ist sogar noch ein Block übrigens. Geht es noch eins weiter? Nee. Hier unten? Den würde ich jetzt schon noch finden. Weil ich meine, hier in dem Tempel würde ich eigentlich schon ganz gerne jetzt fertig werden wollen. Weil da werde ich ja später nicht mehr zurückkehren müssen. Und ich will da auch später nicht zurückkehren. Okay, da unten dann. Okay, ich sehe schon, ja. Also das wird immer da auch bei den Wegen angezeigt, wo da noch die Wege sind. Mit den unsichtbaren Blöcken.
Genau, an dem dann vorbeizukommen wäre, oder auch hier ist sehr viel einfacher, weil da kann ich eben mit Anlauf drüber. Aber wie gesagt, bei dem einen gerade habe ich halt aus dem Stand heraus drüber springen müssen. Und das ist übel schwer, finde ich. Also das habe ich überhaupt nicht hinbekommen. Hier auch wieder. Ja, das geht einfach gefühlt nicht. Also vielleicht schon. Aber da braucht man ziemlich perfektes Timing, wenn man aus dem Stand heraus über so eine Feuerwand drüber springen will. Und das war halt da gerade eben auf diesem schmalen Pfad der Fall. Also ziemlich, ziemlich schwierig, finde ich. Aber jetzt passt es ja wieder. Hä? Ja, ich muss noch da oben hin. Gott, ey. Das war echt nicht so einfach. Jetzt hier auf. Okay, aber der hört auf. Gut. Also da muss ich wirklich, wirklich drauf achten. Nein. Krieg ich die jetzt noch? Ach, der lacht mich nur aus oder wie? Der macht gar keinen Angriff. Keine Ahnung. Egal. Muss ich wirklich drauf achten, wenn ich da drüber springen will, dass ich das, dass ich genügend Platz habe, um Anlauf zu nehmen. Weil sonst habe ich da echt keine Chance. Okay, das ist zum Beispiel auch gar nicht so schwer. Ja, das fand ich jetzt einfacher als die Stelle gerade eben, wo ich 1000 Mal getroffen wurde. Und vor allem, dadurch, dass der Pfad so schmal war, war es halt eben auch so, dass wenn ich einmal getroffen wurde, dass ich dann immer in die Lava gefallen bin, wodurch ich dann gleich 45 Schaden oder so genommen habe. Also echt bisher eine der schwierigsten Stellen. Rein was Platforming angeht in dem Spiel. Aber jetzt haben wir den Raum überstanden. Und ich kann auch direkt hier speichern. Sehr gut. Okay. So, aber wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass ich hier gleich alles finden werde. Gibt es hier überhaupt Toads? Nein. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich meine, es würde auch keinen Sinn machen irgendwie. Weil wir haben den ja gerade erst aus dem Sandboden herausgelassen. Und niemand zuvor hat den gefunden anscheinend. Ich meine, Paracoopers kommen aber auch hier vor, zugegeben. Und Shy Guys und so. Aber trotzdem, das wäre dennoch komisch, wenn hier einfach Toads rumlatschen würden. Oder wenn sie halt gefangen wären. Okay, wieder ein Kampf. Aber jetzt weiß ich ja schon, wie es funktioniert. Und das finde ich um einiges einfacher. Kann ich eigentlich hier abpassen? Das ist natürlich lustig. Aber nicht immer, weil die springen teilweise woanders hin. Ja. Und wie gesagt, das ist eh nicht so toll, wenn ich sie schon vorher erwische. Ich mache es trotzdem, weil es schneller geht. Aber eigentlich ist es eben so optimal. Ja, das war jetzt riskant. Die hauen halt auch recht schnell ab. Nachdem sie ihren Eimer umgeworfen haben. Also da rechtzeitig zu reagieren ist gar nicht so einfach. Oh. Okay. Jetzt fusionieren sie. Ja, war jetzt auch nicht so schlimm. Ja, verdammt. So, komm, zack. Okay. Yay. So, wunderbar. Und wieder ein Herz ausgekotzt. Dankeschön. Okay. Aber ich hoffe, dass ich den Rest noch finden werde. Vor allem auch Schatz Mini. Fehlt ja hier auch noch irgendwo. Ich hoffe, dass ich den auf jeden Fall entdecken werde. Aber auch, also ich möchte hier ganz gerne wirklich fertig werden. Komplett. Dass ich hier nicht mehr zurückkehren muss. Das wäre schon ganz schön. Wenn mir das gelingen würde. Ah, da vorne. Okay. Wird bewacht von dem Feuerbruder. Mhm. Okay, das waren noch alle Blöcke. Gut. Und hier sind noch die letzten paar Löcher und dann halt Schatzmini. Also ja, dann dürften wir hier wirklich alles haben. Ist dann auch gar nicht so lang anscheinend, weil... Also rein von den Prozenten her wirkt es so, als wäre ich dann gleich schon fertig. Nee. Ist ein bisschen eklig, jetzt das Loch zu füllen, während ich angegriffen werde. Okay, genau, da haben wir alle. Und halt dann noch der eine Schatzmini wahrscheinlich. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich will das Geld haben. Ja komm, die letzten lasse ich. Gegen den muss ich ja eh kämpfen. Wie komme ich da hoch, ist die andere Frage. Ja, von hinten vielleicht? Wird da ein Weg entlang? Ne, okay, von da, ich sehe es. Von hier aus, genau. So. Genau, wir haben ja schon mal gegen Feuerbrüder gekämpft. Ist also nichts komplett Neues. Werde ich schon hinkriegen. Aber die sind schon ziemlich stark, das muss man sagen. So, bam. Mal gucken, wie die Anordnung sein wird. Die ist geschenkt. So, okay, da kommt wieder ein Mecha-Cooper vor. Und das habt ihr mir, glaube ich, schon mal geschrieben. Immer wenn die im Kampf vorkommen, sollte ich die auf jeden Fall besiegen, weil die, glaube ich, ultra viel Geld geben oder so. Also nochmal mehr als eh schon. Ich habe ja nur 25.000 Münzen, da brauche ich auf jeden Fall mehr. Deswegen setze ich mal gegen euch dann die Glitzerstiefel gleich mal ein, dass der auf jeden Fall auch sterben wird, weil ich nicht genau weiß, wie viel der aushält. So. Exzellent! Sehr schön. Genau, und ich glaube, das gibt jetzt eben dann gleich deutlich mehr Münzen als normalerweise. Der goldene Hammer hat gerade eben, glaube ich, 31 gemacht. Und die haben die nicht 30 KP oder so? Habe ich das nicht herausgefunden? So ungefähr zumindest.
auf der MS Peach. Ich probiere es mal. Ich kriege auch Münzen, wie gesagt. Kann also nicht verkehrt sein. Dann kriegen wir hier nach dem Kampf wirklich ultra viele Münzen. Bam! Und das reicht. Perfekt. Yay! So. Ich weiß gar nicht mehr. Oder waren das doch keine Münzen? Aber irgendwas habe ich bekommen, wenn ich so einen Mecha-Koopa besiegt habe. Doch, genau. Okay, da kommt ein Münzsack dann am Ende. Das ist der Grund. Ja, also nicht während des Kampfes, aber danach kriege ich halt dann viele Münzen. Okay. Und? Auch sehr passend. Hier im Feuer-Pergamenton-Tempel die Feuerblume. Und ja, damit haben wir alles. Toads gibt es ja, wie gesagt, keine. Also mit dem Tempel hier sind wir komplett fertig und müssen hier später nie mehr zurück. Das finde ich auf jeden Fall ganz gut. Das gefällt mir. Ja, das gefällt mir nicht. Das dachte ich mir schon. Was? Das habe ich nicht gesehen. Okay, nicht nur nach hinten gucken, auch nach vorne. Wo eventuell die Platten einbrechen. Okay, das kann man sehen. Die sind ein bisschen anders gefärbt. Bam. Okay. Es gibt kein Zurück mehr. Aha, und da ist noch ein Speicherblock. Und nochmal eine Heilung. Okay, ja, das ist ziemlich klar, was da vorne dann gleich kommen wird bei dieser langen Treppe da oben. Aber was euch auch klar sein dürfte, ist, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play Paper Mario die Origami King. Wieder mal ein idealer Cliffhanger. Ich bin einfach gut in sowas. Beim nächsten Mal kommt auf jeden Fall dann der Kampf gegen das Feuerpergament und freue mich auch schon sehr drauf. Die letzten paar Bosskämpfe, die wir hatten, waren ja alles Action-Bosskämpfe. Der letzte rundenbasierende Bosskampf ist schon einige Zeit her. Das war halt gegen das Gummibahnviech. Aber ich mag ja die rundenbasierenden Bosskämpfe wirklich richtig gerne. Vor allem die Pergamenton-Kämpfe, das Wasser-Pergamenton, war so ein cooler Bosskampf einfach nur. War immer noch, glaube ich, mein Lieblingsbosskampf, würde ich fast sagen. Und ich bin gespannt, ob da der Feuer-Pergamenton dann dem das Wasser reichen kann, haha. Und wie feurig der sein wird, ich bin schon sehr gespannt, wird auf jeden Fall cool werden. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.